Wagt Schlagersternchen Anna Karina Voitschak jetzt einen neuen Schritt? Nach der Trennung von Stefan Meros scheinen Trash-TV-Formate wie das Dschungelcamp oder Kampf der Reality-Stars gar nicht mal mehr so abwegig für die Sängerin zu sein. Den Sprung auf die große Schlagerbühne hat Anna Karina, 31, vor allem ihrem Ex Stefan Meros, 48, zu verdanken. Doch seit der Trennung scheint es für die Blondine als Sängerin nicht mehr ganz so rund zu laufen. Bleibt ihr jetzt nur noch die Endstation Reality TV? Anna-Karina Wojtschak? Sieht man sie bald im Dschungelcamp? Ob sie will oder nicht, Anna-Karina muss sich offenbar ein zweites Standbein aufbauen. Zwar singt sie noch auf kleineren Veranstaltungen wie zuletzt auf Schlagerpartys, aber das war's dann auch schon. Die großen TV-Auftritte bleiben aus. Dafür bekommt die 31-Jährige immer wieder neue Angebote für verschiedene Reality-Formate. Aktuell prüfe ich mit meinem Team die verschiedenen Optionen, erzählt sie. Zuletzt gewann sie mit ihrem Kollegen Vincent Groß, 27, die RTL-Show Die Verräter, vertraue niemandem. Werden wir sie nun auch bald im Dschungelcamp oder beim Kampf der Reality Stars sehen? Gut möglich. Ob sie sich damit aber einen Gefallen tut, ist fraglich. Für den einen oder anderen Promi hat das schon das Ende seiner Karriere bedeutet.